Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier jede Menge Jugendfeuerwerk und das werde ich jetzt gemeinsam mit euch zünden. Fangen wir mal an. Wir haben hier von Komet Geisterstunde. Das habe ich bei Penny gekauft, ich glaube 5,99 Euro. Dann auch hier das Superstars, das ist auch von Penny. Das hat 4,99 Euro gekostet. Dann geht es weiter, dann haben wir hier noch solche Kreckling-Linden oder Lunden, Kreckling-Schnüre, kann man auch aufhängen, ja, an den weißen Dingern. Dann bei Penny habe ich gefunden Blitzgewitter, das ist so ähnlich wie die Weco Schocker, ja, eine Pfeiffontäne mit Kreckling, habe ich vorhin schon getestet, seid gespannt, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Dann Pfeiffontäne, wer es noch nicht kennt, die Macht 2, auch eine richtig schöne Pfeiffontäne. Nur reines Pfeifen ohne Crackling. Dann habe ich hier noch Jugendfeuerwerk Crackling Groundbloom von, ich glaube, Katan. Aber das ist ein Groundbloom, so ein kleiner Spinner mit Crackling am Ende. Und auch hier eine kleine, fast eine Rarität, gibt es nur noch selten, Nico Bonsai. Das sind so kleine, schöne Silberfontänchen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch hier mit diesem Nico Bonsai an. So, erstmal eine und dann zwei Stück gleichzeitig. Da muss ich echt gestehen, wirklich super schöne Fontänen für F1, richtig nice. Jetzt noch ein kleines Fazit zu den Bonsai-Fontänen, also wirklich kann ich nur empfehlen, diese Bonsai-Dinger sind recht gut, nur manchmal ja, gibt es halt so Fehlfunktionen, da explodieren die halt vorher und das ist halt nicht so toll. Weiter geht's und zwar nehmen wir jetzt mal einfach spontan diese kleinen Crackling Groundblumen. So, Crackling Groundbloom, einzeln und dann ein kleiner Kreis. Oh, das ist aber kein richtiges Crackling, was ist das? Komisches Silberzeugs da, was da rauskommt am Ende. Ja, ich glaube, sie haben hier irgendwie die Füllungen verwechselt. Das war kein Crackling, das war irgendwie so hier Silbersterne oder was von Fontänen. Bevor wir jetzt zu diesen zwei Sortimenten kommen, gibt es jetzt diese kleinen Crackling-Lunden hier von Katan. Wie gesagt, kann man auch an diesen weißen Teilen hier aufhängen. Ja, aber ich werde jetzt mal auf den Boden zünden. So, erstmal eine alleine. Wow, das ist Jugendfeuerwerk. Also, das ist echt mega, mega gut. Muss ich echt sagen. Ja, genau. Und jetzt gleich die drei Stück. Mit einmal.
Jetzt geht's weiter mit der Komet Geisterstunde. Also ich habe es schon ausgepackt, ihr seht es. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit Horrorhaus. Und jetzt noch mal eine kleine Massenzündung. So, ich muss sagen, echt nicht schlecht. Also es sind so eine Art Stroboskop-Lichter. So, jetzt geht's weiter mit den Spider-Light. Erstmal wieder einzeln und dann zusammen. Ja, ziemlich kurz, kurz und knackig. Hätte ich jetzt absolut nicht gedacht von diesen kleinen Teilen. Richtig, richtig lautes Crackling und Geknister. Wahnsinn. Weiter geht es mit der Geisterstunde. Farbwirbel. Der wollte sich jetzt nicht drehen. Das ist echt schade. Jetzt kommen wir zum letzten Artikel von dieser Komet Geisterstunde. Das nennt sich Mystery Balls. So, erstmal wieder ein allein. Und dann alle zusammen. Auch hier wieder ein kleines Fazit zwischen diesen Knistern, für diese Knisterkugeln. Für Kinderfeuerwerk, Jugendfeuerwerk. Wirklich echt laut, muss ich echt sagen. Tipptopp. Und weiter geht es. Jetzt Superstars von Komet. Ich habe es wieder ausgepackt, damit es jetzt einfach schneller geht. Und dass nicht einer sagen kann, ich habe die Knallerbsen vergessen. Extra für euch ziehe solche komischen Knallerbsen. Aber das sind nicht nur einfach Knallerbsen, sondern das sind Riesen- oder solche Mega-Knallerbsen. Ja, ganz schön viel Sägespäne hier. Also Knallerbsen, nimmt man einfach 1, 2 in die Hand und dann feuert man die runter und dann macht's puff. So, jetzt mal kleine Knallerbsen, Massenzündung, also wieder in die Hand nehmen, entweder fallen lassen, hochwerfen oder halt, dann knallt's halt. So. Okay, das war das. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, was wir noch nicht gesehen haben. Leuchttaler. Die sehen richtig interessant aus, die Teile. Ich schätze mal Strobe und etwas Crackling. Es waren doch nur Strobe, also solche Blinkeffekte.
Andauer ist wirklich recht gut. So, jetzt geht's weiter. Machen wir mal hier diese Powerballs. Hier habe ich jetzt nur 3 Stück. Aber ihr habt ja vorhin auch diese Massenzündung gesehen. Also immer schön so einen Kreis oder mehrere zusammen. Und dann passt das. Oh, die springen sogar noch. Ja, die sind ja mal richtig witzig, die Teile. Die springen quasi aus ihrer Kugel da raus. Und so, jetzt die Pyrospeed. Wieder nicht. Ja, normalerweise sollen die sich drehen. Ist aber hier ein bisschen schlammig und dann funktioniert das irgendwie nicht ganz so gut. Jetzt kommen wir zum letzten Artikel von den Superstars. Und zwar ist das Flashlight. Diese kleinen Dinger habt ihr schon in dem anderen Sortiment gesehen. Ja, die waren sogar in so einem kleinen Zellophanbeutel, Plastikbeutel. Und ja, ich würde sagen, die machen wir jetzt alle mal zusammen, komplett. So, los geht's. Sperre raus. So, das war's mit dem Sortiment. Jetzt kommen noch richtig feine Leckerbissen zum Schluss. Blitzgewitter von Komet. Haben wir 4 Fontänen. Und dann die Macht 2. Ich glaube, die waren von Volt. So, ich würde sagen, fangen wir mal an mit den Volt Macht 2. Macht 2 von Volt. Ich erinnere hier dran nochmal, also das ist Kinder- oder Jugendfeuerwerk ab 12 Jahre. Das ganze Jahr zu kaufen und abzubrennen. Dafür ist es wirklich erstaunlich gut. So, hier sind leider komplett die Füße abgegangen, kann man aber trotzdem noch zünden. Und los geht's. Ganz schön viel Qualm, die Dinger. Alter Schwede. Also Volt Macht 2 müsst ihr euch merken. Richtig tolle Teile. Jugendfeuerwerk. So, jetzt gibt es noch die Blitzgewitter von Komet. Diese hatte ich bei Penny gekauft. Ich glaube 3,99 oder so die Schachtel. 4 Stück ist recht teuer. Ach, ihr werdet es gleich sehen. Es lohnt sich sowas von. So, hier haben wir 3 Stück und zuerst natürlich wieder, ihr kennt das Spiel ja schon. Oh. Boah, also für Jugendfeuerwerk, also ich würde sagen, das ist mit Abstand wirklich das lauteste, was man so kaufen kann. Ohne Mist. Vor allem in F1. Das ist Jugendfeuerwerk. Richtig krass.
Aber der wollte nicht, deswegen nochmal. Wirklich, wirklich Wahnsinn, die Teile. Also ich würde einfach mal sagen, für 2021 ist und bleibt es ja das beste und lauteste Jugendfeuerwerk, auf jeden Fall, wenn es um Pfeiffontänen geht. Die Teile heißen, hier steht es nicht drauf, Blitzgewitter, glaube ich. Hier ist nochmal die Schachtel. Also damit möchte ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieser Test gefallen. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein, ob ich nächstes Jahr auch wieder so ein Jugendfeuerwerk, so einen Test machen soll oder eben nicht. Man muss das halt planen, weil man bekommt leider nicht immer alles Jugendfeuerwerk. Deswegen müsste ich mir da schon etwas zusammensuchen und bestellen.